Kommen wir kurz zur Queuing Theory. Auch dazu gibt es eine eigenständige Vorlesungsreihe. Nichtsdestotrotz wollte ich hier mal kurz andeuten, inwieweit das wichtig ist und wie man sozusagen solche Netzwerke noch untersuchen kann. Und hier geht es darum, dass man paketvermittelte Verfahren hat, die dann sozusagen Einfluss auf die Latenz oder auch auf die Bandbreite hat. Wenn man sich so eine Verkehrsmodell anguckt, das ist relativ einfach aufgesetzt. Man hat einfach eine Quelle und eine Senke und dazwischen hat man noch eine Queue und einen Server, auch mehrere davon vielleicht, und man kann ein sogenanntes Event, ein Paket, in die Queue geben und von der Queue geht dann irgendwann ein Event an den Server, der das bearbeitet, um dann weiterzulaufen zur Senke. Die Frage ist jetzt, paar Sachen muss man wissen, wie wird zum Beispiel der Arrival-Prozess generiert? Kommt da alle Sekunde ein Paket an oder ist das Poisson verteilt? Wie kann man sowas machen? Wie groß sind die? Und gibt es da sogenannte Bursts, dass zum Beispiel viele Pakete mal zeitgleich kommen und dann mal wieder lange Zeit nichts? Wie sieht der Serving-Prozess aus? Auch der kann natürlich unterschiedlich sein. Wie sieht die Queuing-Theorie aus? Soll immer das erste Paket, was reinging, bearbeitet werden oder erst das letzte? Und dann natürlich noch eine Anfrage, wie viele Queues gibt es da, wie viele Server? Und das ist natürlich das einfachste Modell. Es gibt natürlich auch mehr und höhere komplexe Systeme. Wenn ich mir das mal angucke, dann kann man die Notation für den Ankunftsprozess über das Kendallsche Notationsprinzip machen. Das nennt sich unterteilt in A, B, N, S. A ist der Arrival-Prozess, B ist der Service-Prozess, N ist die Anzahl der Server und S ist die Size der Queue. Ja? Und bei A und D unterscheidet man dann noch, ist der deterministisch, also kommt immer was rein zur bestimmten Zeit, ist es ein Markovia, also negativ exponential verteilt, ist das eine K-Stage-Erlang-Hyperexponential oder eine generelle Funktion. Da werden wir nicht auf alles hier eingehen. Dafür gibt es die Vorlesung Verkehrstheorie. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Interessant sind die Parameter des Delays. Wie lange dauert das eigentlich, bis meine Events bei der Senke ankommen? Wie viel Elemente waren eigentlich in der Queue vorhanden? Und wie ausgelastet war der Server eigentlich? Ja, das sind so die drei Sachen, die uns ein bisschen interessieren. Da gibt es hier so Formeln für. Das sieht ein bisschen schräg aus im Moment, wird aber gleich einleuchtender an einem Beispiel. Wir haben hier mal was genommen. Das ist ein Beispiel aus Simulation Modeling and Analysis aus dem Buch von 2000. Was man hat gesagt, ich habe hier einfach einen zufälligen Zeitpunkt, wann ein Event ausgelöst wird. Alle Events haben die gleiche Größe. Und die Frage ist, wie lange werden die bearbeitet? Das ist auch eine Zufallsgröße. Das ist der Zeitpunkt, wann es generiert wird. Das ist der Zeitpunkt, wann es dann wirklich eintrifft. Und wir wollen uns einfach interessieren, wie ist eigentlich das Delay? Wie berechnet man das? Gut, das ist relativ einfach. Wenn zum Zeitpunkt 04 etwas ankommt, sage ich, okay, es kommt bei 04 an, dann weiß ich auch, das nächste, was dann 1,2 später, Sekunden später oder Zeiteinheiten später kommt, kommt 1,6 Sekunden später ins System und so weiter und so fort. Ich addiere also für den Arrival-Prozess einfach die Werte hier auf. Das hier ist der Bereich, wie lange ich eigentlich brauche, um das System zu bearbeiten. Wenn ich also bei 2,4 kommt ein System rein und die Dauer ist 2,0, das heißt, ich starte bei 0,4 und ende bei 2,4. Die Zeiteinheit, die das warten musste, ist 0, weil das ist nämlich der Wert zwischen TS und TA. Das zweite Paket, was bei 1,6 anfing, kann aber jetzt nicht wirklich bei 1,6 anfangen, sondern kann erst bei 2,4 anfangen, nämlich dann, wenn der erste Prozess fertig ist. Das heißt, ich kann die 2,4 nehme ich dann plus die Bearbeitungszeit 0,7 bis 3,1, aber jetzt habe ich 0,8
Zeiteinheiten Latenz. Und das ist die Latenz, die ich habe zwischen 2,4 minus 1,6. Und das kann ich jetzt sozusagen weiterführen, die Tabelle ausführen und sagen, was hier passiert. Und was ich sehe ist, ich habe ein Delay. Die Formel heißt ja alle Elemente aufsummieren der Delays. Und hier gucke ich mir die Delays an, die das hatte. Das waren 0,8, 1,0, 0,9 und 3,0. Und das ist ungefähr pro Element eine Wartezeit von 0,95. Ja. Wie war jetzt das System ausgelastet? Ja, da kann man sich auf einem anderen Zeitstrahl mal angucken. Der erste kam zum Zeitpunkt 0,4 rein, darf auch gleich bei 0,4 anfangen. Und beim Zeitpunkt 1,6 kam schon der nächste. Da ist aber der Job 1 noch am Laufen. Das heißt, er muss jetzt sozusagen warten. Er bleibt jetzt sozusagen, wird da drauf gestapelt. Der Job 3 kommt schon nach 2,1, aber erst nach 2,4 ist mein erster Job fertig. Dann ziehe ich 2, den zweiten Job vor, starte mit dem und wenn der abgearbeitet ist, nach 3,1 kommt mein Job 3 nochmal dran und das für eine Zeit von 0,2 Sekunden bis 3,3. Dann habe ich nichts. Erst nach 3,8 fängt wieder etwas an. Der wird auch sofort genommen, weil noch nichts in der Queue ist. 5 kommt gleich danach. 4 muss aber erst abgearbeitet werden. Dann kommt die 5 hinein, bis 4,9 Zeitpunkt. Und 5 wird noch abgearbeitet. Da kommt der sechste Job hinein. Und 5 dauert sehr, sehr lange, bis der sechste Job endlich mal bei Zeitpunkt 8,6 anfangen kann. Und der dauert da bis zum Zeitpunkt 9,3. So, was man jetzt sieht, ist die Utilization. Und da sieht man mal, es wurde immer was gemacht, nur es gab zwei Zeitpunkte, wo nichts war, die Idle-Zeit, das war einfach am Anfang von 0 bis 0,4 und von 3,3 bis 3,8, das waren 0,5 Zeiteinheiten. Und die Server-Utilization ergibt sich dann aus der Gesamtzeit 9,2 minus 0,5 minus 0,4 geteilt durch die Zeit, wo es aktiv war und da ist der Utilization-Faktor 90%. Gut, sowas kann man auch als einfaches Python-Programm mal selber schreiben. Das wird dann in der Übung gemacht. Da bitte ich Sie dann die Wartezeiten, die Queue-Längen, die Server-Utilization und auch die Visualisierung vonstatten zu nehmen, um einfach mal zu sehen, was da eigentlich passiert. Bisschen Python-Code haben Sie hier schon, an dem Sie sich orientieren können. Der Rest ist dann im Jupyter Notebook auszufüllen. Gut, ich will auch nicht näher darauf eingehen. Sie sehen nur dann später bei dem Programm, Sie haben bestimmte Outputs, da wird auch die Delays berechnet und dann schauen Sie mal, ob das ungefähr dem entspricht, was wir hier eingeführt haben. Die Werte aus der Folie sind auch aus dem Output abzulesen. Insofern scheint das zu stimmen. Es gibt noch andere Sachen, sich die Queuing Theory anzugucken. Nur hier, dass Sie es mal gehört haben. Es gibt verschiedene, bei bestimmten anderen Queues, zum Beispiel der sogenannten MM1-Queue, nach der Kendallschen Notation, die Sie gerade kennengelernt haben, ist das ein Memoryless Arrival Process und Memoryless Serving Time. Das heißt, ich habe Lambda-Pakete, die in der Sekunde ankommen und ich habe μ-Pakete pro Sekunde, die auch abgehen und ich habe nur einen Server. Denn der Utilization-Faktor lässt sich ganz einfach aus den ankommenden und abgehenden Raten berechnen. Das ist der Utilization-Faktor. Solange ich einen Utilization-Faktor kleiner 1 habe, ist das System stabil und wenn ich mir angucke, die Zeit, die wir in der Warteschlange verbringen, ist dann ist eine Sache und dann gucke ich mir noch die Zeit an, die im Gesamtsystem verbracht wird. Das ist dann T gleich 1 minus der μ plus der Wartezeit in der Queue. Und nach dem Little-Theorem kann ich mir genau angucken, wie viele Pakete im System sind. Das ist genau diese Zeit T mal Lambda und in der Queue selber ist natürlich nur Lambda mal Q. So, und wenn man sich das anguckt, dann hat man hier kleine Rechenbeispiele. Umso größer die Utilization eigentlich wird, umso mehr Elemente werden im System sein und so mehr ich eigentlich abführen kann auf der anderen Seite,
Umso länger wird, also umso länger ich warten muss, umso größer wird die Wartezeit natürlich. Interessant dabei ist, dass wenn Sie sich das mal angucken über die verschiedenen Little Theorem, was da auffällt, ist, wenn ich die Rate Lambda erhöhe, ist auch die Systemkapazität eigentlich verdoppelt worden. Und das heißt, die Queue-Größen bleiben dann die gleichen und das Paket-Delay wird einfach in die Hälfte unterteilt. Das ist, wenn sowohl Lambda wie Mu auch verdoppelt werden. Und wenn ich mir dann angucke, ich habe immer höhere Datenrate in unseren Netzwerken, dann fällt auf, dass irgendwann nur noch dieses physikalische Propagation Delay eine Rolle spielt. Ja? Und das eigentlich den größten Anteil im Delay ausmacht. Und das kann man sehr gut aus dieser ganz einfachen MM1-Queue ableiten. Ja? Dass dann noch Quellen, dass dann noch die Warteschlangengrößen und die Fehlerraten einen Einfluss haben, ist sei dahingestellt, aber Propagation Delay wird immer eine höhere Rolle spielen, wenn wir uns das Gesamtdelay in einem Kommunikationsnetz anschauen. Damit würde ich für heute abschließen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.